Aloha und moin. So, ja, auch das Melden hier kommt nicht ganz so oft vor, als wenn man jeden Tag, sag ich mal, volles Programm hat. Vivi hatte das online auf den sozialen Medien schon mal geteilt. Es ist auch so ein bisschen wie tatsächlich wie Urlaubsfeeling mal für uns. Wir sind ja teilweise nur 10 bis 15 Minuten hier von der Lagune beim Hilton entfernt. Und das ist ja eine öffentlich zugängliche Lagune und super zum Schwimmen und Spielen am Strand und am Wasser für die Kinder auch. Und das heißt, wir, wenn wir mal irgendwas anderes gemacht haben am Vormittag, gehen wir da meistens fast jeden Tag da einmal hin und verbringen da auch nochmal 2 bis 3 Stunden. Und das fühlt sich gut an. Genau, und nach der letzten Aufnahme vom Aloha Tower, wo wir ja waren, sind wir von dort aus quasi noch am Ala Moana Strand lang und dann Richtung Waikiki, dort nochmal lang geschlendert, bevor es dann wieder zurück zur Unterkunft ging. Am Donnerstag, das war der Mittwoch, am Donnerstag sind wir erst ein bisschen noch einkaufen gewesen, lebensmittelmäßig, und dann direkt früher schon zur Lagune hin, weil sie das Wetter entsprechend angeboten hatte dafür. Danach dann nochmal nach Waikiki wieder rein, auch da wieder durch die Straßen geschlendert und auch mal durch die Nebenstraßen, und haben beim Duke's Market, so ein kleiner Händlermarket mit so verschiedenen Ständen über, sagen wir mal, viel Souvenirsachen, aber auch Kleidung und sonstiges, ein Hawaii-Outfit für unseren Großen gefunden. Das hat er aber auch hinterher dann sehr gefeiert und wollte das auch abends gar nicht mehr ausziehen. Dann sind wir aber auch an dem Tag, oder haben wir an dem Tag nichts mehr groß gemacht. Ich glaube, wir waren noch schnell was essen auf dem Rückweg, bevor wir dann zurück zur Unterkunft sind. Und gestern sind wir, da war das Wetter nicht so doll, da war das sehr bewölkt den ganzen Tag über, da waren wir mal nicht bei der Lagune, um das schon mal wieder auszuschließen. Und da sind wir hier rüber zur Ala Moana Mall, sind da mal komplett lang geschlendert durch die ganzen Geschäfte, haben uns mal alles in Ruhe angeguckt. Und von dort aus dann auch nochmal zum Target, ist auch hier ein größerer Markt. Und dann zum Walmart rüber, wir hatten beim Walmart nämlich auch ein Hawaii-Kleid für die Kleine gekauft. Das war da aber deutlich teurer als auf diesem Duke's Market, wo wir das Outfit auch für den Großen gefunden haben. Und so haben wir uns halt gedacht, dass wir da auch nochmal was Passendes vielleicht sogar vom selben Stoff her für die Kleine finden. Da gehen wir also die Tage nochmal hin. Gestern waren wir da, da hat das Verhandeln aber nicht so gut geklappt. Vielleicht liegt das doch einfach am Wochenende, wer weiß, vielleicht wollen sie da einfach ein bisschen mehr Geld dann haben. Na gut, genau, jetzt ist ja hier heute Samstag. Achso, ja, Donnerstag, das war Donnerstag, Freitag, wie gesagt, waren wir erst einkaufen und sind danach dann wieder Richtung Unterkunft zurück und dann nochmal nach Waikiki rein, haben auch da nochmal andere Ecken quasi entdeckt. Wie gesagt, das Wetter war ja nicht so gut, dass wir an den Strand konnten. Ich hoffe, man versteht mich noch einigermaßen bei dem Wind hier gerade. Und von dort aus haben wir uns einfach nur ein bisschen aufgehalten, sind gar nicht groß noch irgendwo anders hin. Der Große hatte noch einen Platz gefunden, wo er ein bisschen spielen konnte. Das ist uns hier auf jeden Fall aufgefallen. Was öffentliche Spielplätze angeht, ist das hier sehr rar gesät. Es gibt hier mal so zwei, die sind dann mal in irgendwelchen Nebenstraßen. Die sind dann auch vom Zustand her eigentlich ganz okay, aber irgendwie ist die Gegend halt nicht so die beste. Und von daher fällt das halt ein bisschen rar aus, was halt Spielplatz, Spielen mit anderen Kindern angeht. Da war er der Große ja mal, oder ist der Große ja ein großer Fan von. Dafür gibt es aber halt auch andere Bereiche, wo man ja auch mal auf andere Kinder trifft und mit ihnen spielen kann. Und wir haben hier auch noch den Strandbonus. Da waren wir dann gestern noch unterwegs. Wir waren auch noch gestern in der Cheesecake Factory. Da haben uns mal einen von, ich glaube, 37 verschiedenen, oder zwei von 37 verschiedenen Cheesecakes ausprobiert. Und dort auch zu Abend gegessen, bevor es dann für uns auch zurück zur Unterkunft ging. Dann sind wir allerdings nochmal los, weil hier nämlich jetzt jeden Freitag wieder ein Feuerwerk stattfindet. Wir hatten auch gestern dazu kurz ein Live-Video gestartet. Das ist nichts, um irgendwas Besonderes zu feiern, sondern man feiert, glaube ich, einfach Waikiki oder Hawaii oder Wochenende, genau. Okay. Und da waren wir dann noch, das ist 1945, findet halt immer da bei der Hilton Lagune statt. Also für uns auch nur ein kurzer Fußmarsch. Dauert auch nur 9 bis 10 Minuten. Also auch nicht so viel, dass man jetzt sagt, man ist super lange wach mit den Kindern oder sowas in der Art. Von daher waren wir da halt noch, und nach dem Feuerwerk ging es zurück zur Unterkunft und ab ins Bett.
So, und für heute ist Samstag, jetzt sind wir schon fast eine ganze Woche da. Sonntag sind wir hier angekommen. Haben schon einiges erlebt, haben auch noch ein paar Sachen ja auf dem Zettel, was wir irgendwie machen wollen. Wir wollen uns eigentlich auch noch mal einen Mietwagen für 2 Tage oder sowas arrangieren und dann noch mal die anderen Küstenbereiche halt abzuklappern. Dafür muss man vielleicht aber auch erstmal noch irgendwie vielleicht einen etwas zuverlässigeren Wetterdienst finden. Und das mit der Wettervorhersage ist hier immer sehr schwierig, da meistens über den Bergen in der Mitte der Insel halt immer schlechtes Wetter ist oder Wolken hängen und Regen. Und das halt vor allem im Waikiki-Bereich eher sonnig ist und auch in einem anderen Bereich halt auch eher mehr sonnig oder halt wechselhaft. Aber irgendwie finden wir da schon eine Lösung, bin mir sicher. Und von daher gehen wir jetzt noch mal ein bisschen durch die Gegend schlendern. Das Wetter heute ist wieder etwas einladender. Und wir schauen dann mal, dass wir vielleicht dann nachher auch noch mal zur Lagune kommen. Genau, wollte ich mal gesagt haben, bevor ich das die ganze Zeit vergesse zu erwähnen. Jetzt warten wir hier an der Ampel, bis es grün wird oder weiß, weil grün gibt es hier für Fußgänger nicht. Musste kurz warten, bis der Ferrari weg ist. Sorry. Und gehen dann mal weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns. Moin! So, nochmal kurze Rückmeldung von uns. Am Samstag sind wir dann, nachdem wir in der Stadt unterwegs waren, abends nochmal in Waikiki angehalten. Und zwar gibt es da auch samstags und ich glaube noch einen anderen Tag mal noch eine Hula-Vorführung kostenfrei, direkt am Strand in Waikiki. Und ich glaube, das war 1945, 1930, genau, nee, 1830, genau. 1830 bis 1930. Das heißt, wir haben gedacht, das ist noch nicht zu spät, wir setzen uns da mal hin. Wir haben nicht ganz bis zum Ende ausgehalten, mehr oder weniger. Die Kinder waren dann doch irgendwann ein bisschen aufgewühlt oder es war ja auch einfach alles schon dunkel oder nicht so ganz konzentriert oder nicht so spannend für die Kinder. Ich glaube, 10 Minuten vor Schluss sind wir dann einfach los. Und dann sind wir hier den großen Boulevard wieder zurückspaziert zu unserer Unterkunft. Es hat dann auch noch angefangen zu regnen. Dann habe ich mir noch kurz was zum Abendessen geholt. Die anderen haben schon anderweitig gegessen. Und wir sind alle nass geregnet worden, ja genau, so ist das. Und genau, von da gab es von dem Tag nicht mehr so viel. Moin, nochmal die Fortsetzung zu dem, was hier noch so passiert ist. Der Akku hat ja bei 0% aufgegeben, verständlich. Am Ostersonntag waren hier doch noch einige Geschäfte offen. Dafür war das Wetter entsprechend halt deutlich schlechter. Und wir hatten uns dafür entschieden, dass wir dann nochmal in das Ala Moana Center gehen und uns dort ein bisschen umschauen, was man also machen kann. Spielplätze und so weiter, viel alles weg. Aufgrund des Wetters war dann doch alles nass. Ja. Wir haben uns aber dann dort in der Mall noch ein bisschen aufgehalten, in dem Center. Und waren auch, muss ich mal überlegen, gar nicht mehr so viel unterwegs. Ich glaube, wir sind zum Nachmittag, als es ein bisschen trockener wurde, dann einfach nochmal Richtung Waikiki auch. Haben da noch mal 1-2 Einkaufszentren angeguckt, die wir noch nicht kannten. Und für den Tag auch nicht mehr viel gemacht. Im Großen noch ein paar Möglichkeiten gegeben, irgendwo zu spielen, wo es überdacht ist oder sich zu bewegen. Und dann abends erst in der Unterkunft gemacht. Gestern war Montag, quasi Ostermontag ja eigentlich. Das gibt es hier aber in Amerika nicht wirklich. Hier gibt es den Ostersonntag und dann ist Schluss.
Da waren wir tatsächlich nur einmal kurz für ein paar Lebensmittel einkaufen und sind dann direkt noch am Vormittag einmal rüber zur Hilton Lagune, den wir ja die letzten Tage davor dort nicht waren und der Große das inzwischen dann schon ein bisschen vermisst hat, da zu planschen. Und dort haben wir dann auch ausgiebig Zeit verbracht, Sandburg bauen, buddeln, ein bisschen sonnen, Wasser planschen und abkühlen, bevor wir dann, ich glaube um 2 nochmal zurück zur Unterkunft sind. Da haben wir uns dann nochmal umgezogen, andere Sachen an und sind dann nochmal wieder Richtung Waikiki halt rein. Da ein paar Straßen und Ecken nochmal angeschaut und anschließend dann auch wieder zurück zur Unterkunft. Also auch nicht so viel Besonderes, muss ja wie gesagt auch nicht jeden Tag sein. Das haben wir für heute auch nicht groß geplant. Jetzt waren wir noch ein paar andere Sachen einkaufen, so Baby-Equipment. Und während Bibi jetzt schon mit dem Großen weiter ist, merkt, es wird ja ein bisschen lauter, liegt an der Hauptstraße und dem Wind, habe ich gerade noch die Sachen zur Unterkunft gebracht und gehe jetzt quasi auch zum Royal Hawaiian Center. Und heute ist ja Dienstag und da ist ja wieder die Hula Lesson, nachdem wir die ja letztes Mal verpasst hatten. Wollte Bibi da gerne heute noch mal dran teilnehmen. Übrigens Krankenwagen und Polizei hört man hier gefühlt 5-mal in einer Stunde. Tagsüber als auch in der Nacht. Hier ist also, was das angeht, immer gut was los. Hoffentlich ohne schlimmere Ausgänge. Genau, deswegen auf dem Weg zur Hula Lesson. Dann ein bisschen rumbummeln. Dann auch nichts mehr für heute Großes geplant. Mal schauen, wie der Tag dann noch ausgeht. Und für morgen haben wir allerdings was geplant. Das kann ich euch ja jetzt noch schon erzählen, weil wenn ihr das seht, ist das schon längst passiert. Und zwar haben wir für morgen, muss ich wohl gleich mal das Blaulicht abwarten. So, Rettungsgasse, Feuerwehr kommt. Finde, Rettungsgasse funktioniert in den meisten Fällen auch und die Feuerwehr hat ein Surfboard oben drauf, um für jeden Fall hier auf Hawaii auch vorbereitet zu sein. Gut. Genau, für morgen, da waren wir stehen geblieben, haben wir eine Whale Watching Tour geplant. Wir haben bereits aus Neuseeland heraus uns immer umgeschaut, wo wir das am besten machen, wo es kostengünstig vielleicht auch noch ist für uns vier. Weil teilweise mussten dann für die Kinder auch voller Preis bezahlt werden. Und über Get Your Guide haben wir eine Whale-Watching-Tour hier in Hawaii von Honolulu direkt gefunden. Für nur 36 Euro pro Person und kinderfrei. Also wo wir uns gedacht haben, das ist preislich eigentlich sowas von in Ordnung, weil ansonsten fängt das bei 100 Euro pro Person und mehr an. Natürlich erhoffen wir uns jetzt auch, dass das nicht ein totaler Reinfall ist. Das Gute dabei ist, es steht dabei, wenn man halt kein Wal sieht, dass man dann quasi eine zweite Tour erstattet bekommt, zu einem anderen Tag noch mal kostenfrei mitfahren kann. Vorteil also, dass wir etwas länger hier sind, dass wir noch mal eine Chance haben, sollte das morgen nichts werden, auf einen anderen Tag. Genau, so viel erstmal dazu. Ich mache mich jetzt hier weiter auf den Weg. Keine Ahnung, ob ihr mich verstanden habt. Bis später.
Moin. Wir starten heute mal etwas früher in den Tag, nachdem wir gestern nachdem wir ja gestern dann noch im Royal Hawaiian Center waren und Vivi an der Hula Session teilnehmen konnte, haben wir da gar nicht mehr so viel gemacht. Wir haben noch was gemacht. Und zwar sind wir noch zum Zoo gegangen. Der Zoo ist ja hier relativ überschaubar. Gleich großer. Ja, was denn? Du musst plötzlich die Papiere an die Kamera ausleihen. Okay, sag ich. Ich sag denen allen Bescheid, dass wir auch noch spazieren waren. Und da werden wir auch schon abgeholt. Ich mache die Aufnahme. Moin, also Wahl. Whale Watching Tour. War quasi erfolgreich, dass wir nicht gesunken sind. Allerdings haben wir keine Wale gesehen. Das war ja allerdings auch von vornherein so genannt. Was nun? Das war ja auch von vornherein so genannt, dass es halt nicht garantiert ist, dass man Wale sieht, was ja vollkommen okay ist. Also Abholung hatte ja geklappt, bis dahin waren die noch mit dabei. Wir sind dann noch ein paar Hotels hier angehalten, haben Leute eingesammelt, bevor es dann runter zum Steg und zum Boot ging. Dort wurden wir dann alle quasi nochmal zusammengesammelt und dann durften wir auf das Boot rauf. Es war ein Katamaran, Katamaranboot. Und dann ging es auch schon los. Beim Rausfahren haben wir eine Schildkröte gesehen. Und dann ging es erst eine lange Zeit lang quasi hier an der Küstenseite entlang, bei Kiki lang. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Mhm. Komme ich gleich zu. Okay, jetzt hast du alles verraten. Und dann meinte der eine, das waren irgendwie ein Captain und zwei, die ihm da geholfen haben, dass er was gesehen hätte. Wir sollten mal darauf achten, wenn da halt entsprechend Wasser hochgeschossen kommt.
Der meinte, sowas gesehen zu haben. Sind wir dann auch schnell hingefahren, allerdings war da nichts. Kann natürlich sein, dass ein Wal war und dann wieder verschwunden ist. Das weiß man jetzt nicht so genau. Und dann sind wir wieder die Küstenseite wieder zurück. Wir sind einmal quasi von dort hinten vom Hafen bis hier Diamond Head lang. Und dann sind wir den ganzen Weg wieder zurück. Und dann haben wir dort tatsächlich eine Gruppe Delfine gesehen. Das war ganz cool, weil das nochmal was wenigstens quasi ein Highlight war. Ich weiß auch gar nicht, wie viele das waren. Relativ viele. 15 bis 20 Delfine waren das schon. Immer mal verteilt wieder zusammen. Spinner Dolphins, das heißt, die sind immer, wenn sie rausgesprungen sind, haben sie sich so gedreht. Das war richtig cool. Haben ein paar Videos gemacht, habe ich euch jetzt ja auch bestimmt schon gezeigt. Fotos haben wir auch gemacht. Und dann sind wir dann noch ein bisschen lang getuckert, bevor es dann wieder zurückging zum Hafen. Da haben wir nochmal eine große Schildkröte gesehen, die da neben uns lang schwamm. Allerdings auch sonst nichts weiter. Das Coole war jetzt dabei, dass die direkt von sich aus gesagt haben, so, man hat ja keine Wale gesehen, deswegen kriegt man eine Möglichkeit, nochmal mit dem mitzufahren, solange das halt quasi noch in der Saison ist. Und das wäre jetzt am Freitag, heute ist Mittwoch, nochmal die Möglichkeit, da mitzufahren. Und man muss nur die 7 Dollar für Spritpreis zahlen pro Person. Und deswegen haben wir uns gleich direkt dafür angemeldet und gesagt, ja, hallo, wir wollen gerne nochmal mit und fahren jetzt am Freitag einfach nochmal. Gucken, ob wir da nochmal eine Chance haben, wie das Wetter so ist. Und ansonsten haben wir damit ja auch nichts verschenkt, würde ich sagen. Ist zumindest ausprobiert, die Wahrscheinlichkeit war da, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir einfach halt keine Wale sehen. Dann wurden wir jetzt gerade eben wieder hier bei uns an der Straße rausgelassen, sind kurz zur Unterkunft, haben ein paar Sachen weggebracht und den Buggy geholt und Strandsachen und sind jetzt wieder an der Lagune. Wie man sieht, ist heute hier gar nicht so voll. Auf jeden Fall wieder schönes Wetter, was hier angeht. Ihr habt ja auch die Aufnahmen gesehen. Vom Meer aus war deutlich zu sehen, dass im Gebirge halt die ganzen Wolken hängen. Aber hier in Waikiki ist gefühlt immer blauer Himmel und schönes Wetter. Und noch sitzen wir hier oben auf dem Gras. Der Große möchte erst hier noch ein bisschen spielen. Die Blüte ist auch beschäftigt. Mal schauen, wann wir dann uns langsam Richtung Wasser begeben. So, ich habe die Delfine erwähnt. Habe ich noch was vergessen? Ja. Was denn? Genau, richtig. Wir haben ja keine Wale gesehen, aber wir haben ganz viele Boote gesehen. Das ist natürlich auch ein Highlight. Waren große Boote, kleine Boote, Segelboote. Dann haben wir auch ein U-Boot gesehen, damit kann man hier fahren. Also so ein Art U-Boot. Parasailing haben wir gesehen. Ja, ganz viel haben wir gesehen, genau. So, jetzt haben wir alles erwähnt. Was fehlt? Na, was habe ich denn noch vergessen? Ah, genau, ich habe noch angerufen und natürlich Bescheid gesagt, dass wir da nochmal mitfahren wollen. Okay, so, das war's. Jetzt gehen wir, genießen wir hier die Sonne und ich sag. Was habe ich denn noch vergessen? Letzte Chance. Was denn? Du willst jetzt noch einen Hotdog essen? Ja, okay, dann müssen wir wohl dann noch einen Hotdog bestellen. Und der Hotdog-Stand mit den besten Hotdogs von Hawaii hat hier wieder aufgebaut. Mal gucken, ob wir uns da noch was holen als Snack. Okay, tschüss!